Ab in den Keller! It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Wir machen auch eine kleine Zeitreise. World of Warcraft für 13 Jahre alt und wenn ihr in eurem Briefkasten seht, erhaltet ihr ein Feiertagspaket, eine Quest und ein paar Marken für diese schöne Sonnenbrille. Diese Quest lädt euch in eure Hauptstadt ein. Natürlich bei der Allianz ist das Ganze Sturmwind. Dort müsst ihr mit dem Historiker hier sprechen. Könnt einmal die Quest abgeben, interessante Zeiten, aber auch Gegenstände kaufen und dort gibt es diese neue Sonnenbrille und die von den vorherigen Feiertagen. Hier einmal zu sehen, da das hatten wir dann, das Edelkostüm hatten wir letztes Jahr gehabt, das hier ist jetzt neu, diese Sonnenbrille zum Moggen, Corgi hatten wir auch schon länger gehabt, aber es gibt noch eine neue Daily Quest, das hier ist die alte, da müsst ihr ein paar Rätsel lösen und die neue, die dreht sich dann eben um altbekannte Gegner, nämlich Drachen. So, vor langer Zeit wanderten große Schrecken durch unsere Lande und trieben selbst die kleinsten zu Höhenflügen des Heldentums. Besiegt Lok-Kazak in den verwüsteten Landen Acerugus und den Drachen des Albtraums. So, bei einem Portal. So, das Ganze ist relativ einfach. Schaut einfach auf die Karte. Wir fangen mal hier mit Kazak an in den verwüsteten Landen. Da steht er dann herum. Das Ganze ist natürlich ein Boss. Und sollte der dann schon eben liegen, benutzt einfach die Gruppensuche nach Kazak. Dort könnt ihr warten und vor allen Dingen nebenbei lustig PvP betreiben. Wenn ihr auf einen PvP-Realm kommt, könnt ihr noch ein bisschen Marken absahen zwischendurch. Solltet ihr den dann legen, dann habt ihr die Chance, einen Gegenstand zu erhalten, nämlich der Stufe 900. Das Ganze richtet sich an Liebhaber von Mox-Sets und ihr könnt auch hier einen Bonuswurf machen. Ich habe übrigens das Ganze noch nie aufgewertet gesehen, derzeit scheint das nicht möglich zu sein, es wird immer 900 herauskommen, aber es geht ja auch für die, zu dem Sammeln. Ashara, dort findet ihr dann den nächsten Drachen, das ist Acerugus. Auch wenn dieser wieder dort liegen sollte, einfach wieder den Gruppen- und Schlachtzugsbrowser benutzen, dort einfach eine Gruppe für ihn finden und dann anmelden. Im Unterschied zu dem letzten gleich, haut der ganz schön rein. Wenn ihr also mit euren kleinen Charakteren dahin geht, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Der macht ziemlich viele Eisflächen. Naja, und wenn ihr dann zufällig wie ich hier so ein Debuff habt, Wiederbelebungsnachwirkung, ja, dann kann es schon mal sein, dass ihr den Kampf einfach von unten beobachten dürft. Was dann ziemlich entspannt ist, aber ihr erhaltet dann trotzdem am Ende Loot. Sollte es keinen geben, also keine Bonusbeute, dann bekommt ihr so um die 30 Gold am Ende. Den letzten, das ist dieser hübsche Drache, den findet ihr in Eschental bei dem Portal davon und der ist etwas sehr trollig. Wenn ihr da nämlich da drinne steht, in diesem grünen Matsch, dann fangt ihr an zu schlafen. Und das macht euch keinen Schaden, aber sollte dann die nächste grüne Fläche kommen und da kommt sie, dann schlaft ihr nochmal. Dementsprechend kann das ein ganz gemütlicher Kampf wie für euch werden. Die ganzen Gegenstände sind übrigens nicht die schönsten. Es richtet sich tatsächlich an diese Mock-Gear-Classic-Sam-BC-Sammler, also die der älteren Zeit. Und ihr bekommt jeden Tag dann zusätzlich nochmal 50 Marken. Das Ganze könnt ihr täglich also wiederholen, bis das Event endet. Viel Spaß!